Und dann müssen wir noch ein paar Iron Bars craften. So, hier ran und dann das Eisen. Wuppdich, schwuppdich, zackig. 16 Iron Bars. So. Ich bin mit der Ecke, mit dieser Ecke bin ich eigentlich vollkommen unzufrieden. Wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, nee, 3 sind wir schon. Dann ist hier die Mitte. So, machen wir hier nochmal ein größeres Fenster rein. Wow, da ist irgendwas wieder im Hintergrund abgestürzt. Ich habe immer keine Ahnung, was es ist, denn da steht kein Programm bei. Irgendwas stürzt da in letzter Zeit häufiger ab und ich weiß nicht was. Ja. Ne, hier können wir kein weiteres Fenster wegen dem Buch oder Bücherregal. Ne, gut, dann lassen wir das so. Kümmern wir uns jetzt um das Dach. So, wie heißt das Ding jetzt? Wettge. Ah ja, dafür brauchen wir Carpenters, Blocks und Sticks. Stick, Stick, Stick. So. 4. 24, Alter, das ist 35 Stück, das Radio lebt da nicht. Na gut, craften wir sonst zur Not noch welche nach. Weil an Material sollte es uns eigentlich nicht mangeln. Wir müssen sowieso hier denn noch, würde ich sagen, Player Pressure Plate Gelumpe hinsetzen. So, zack. Zack, zack. Und dann fangen wir mal an, das Ganze hier einfach zu setzen. Ach, toll. Das wird noch eine interessante Arbeit werden, wenn wir in das nächste Stockwerk kommen. Jetzt kommt man da wieder nicht hoch. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier jetzt einsetze, ob der sich dann... Ja, der geht so... Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So. So. Erst hier. Dann da. Und hier wird das Dach auf jeden Fall nicht leer stehen, wie in einem anderen Let's Play es der Fall war. Thema Regrowth. Growth. Einfach mal ein bisschen abspinnen mal wieder. So, bis hierhin. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt... Ja, ich meine, dann hauen wir da gleich mit dem Carpenters Hammer ein bisschen gegen. Oha, oha, oha. Und da möchte ich auch mal zu sagen, ne, Leute, wenn ihr sowas baut, passt da bloß auf. Tinkers Lumber Axe. Ganz gefährlich. Ich habe mir das halbe Dach eingerissen. Weil ich versehentlich die Lumber Axe angewählt hatte. Habe ich gut gemacht. Behaupte ich mal einfach. Naja, gut ist was anderes. Ja, also das Dach zu setzen ist ja immer so eine Sache. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo man den Carpenters Hammer hat. Der müsste ja eigentlich... Genau, hier ist er. So. Hä? Warum schaltet der denn... Oh, mit linker Maustaste. Ist auch noch immer nicht der Richtige. Jetzt ist es der Richtige. Hoppala. Das war falsch. Und schon wieder unten. Hervorragend. Also genügend Bäume sollten wir auch noch... Ach nee, ich habe ja noch extra einen Stack mitgenommen, weil ich wollte gerade sagen, genügend Bäume sollten wir ja in der Gegend haben. Das sollte ja eigentlich kein... Oh, kein Thema sein, wollte ich sagen. Wenn das so weitergeht, baue ich mir gleich ein Gerüst drumrum. So, vorsichtig. Geradeaus. Und da... Hier... Ich
glaube, ich muss den echt einmal komplett durchschalten, ne? Kann das sein? Das ist doch schon wieder arschig. Digga, wieso drehst du dich nicht richtig? Hä? Der bleibt auch einfach stur, so wie er... Ach so. Oh. Okay. Also doch mit rechter Maustaste durchklicken. Alter, dann verbrauchen wir ja den ganzen Carpenter's Hammer. Das ist doch auch schon wieder arschig. Doch, da ist er. Pass mal auf, können wir das nicht? Nein, scheiße. Wo sind die jetzt alle hin? Hier. Könnte man hier nicht mit... Ja, den sollst du setzen. Und nichts anderes. Hä? Stehe ich schon wieder nicht. So, wo habe ich denn jetzt den Stack gelassen? Hier. Hier liegen noch zwei. Dann einmal ein Stack. Und ich glaube, das ging so, oder? Ja, genau so geht es. Sehr schön. Stellen wir nochmal einen weiteren Stack her. Und dann nochmal so. Ach. So drumherum. So, halt, stopp. Wir brauchen noch einen Stack. Stack ist auch gut. Oh, 60. Aber sollte wohl reichen, ne? Die lassen wir mal einfach da drin. Und dann machen wir einfach es uns etwas einfacher. Muss man dann halt hinterher irgendwie wieder rausnehmen. Ist ja nun mal so. Aber das ist immer... Ich weiß nicht, das nervt mich immer so an Carpenters. Dass man da immer nur rumtricksen muss. In Anführungsstrichen rumtricksen. Das nervt mir total, wa? Und so, 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 so. Dann hier einen hin. Und dann machen wir mal die alten Kirchenmusik so ein bisschen aus hier. Da einen hin. Da einen hin. Und dann setzen wir mal... Oh, dann setzen... Oh, Mann, du. Gibt's doch nicht. Und hier dann nochmal ein so ein Zwischenstück. Ja, wie gehe ich hier jetzt am besten vor? Ich würde sagen, das entscheidet sich oder entscheiden wir etwas später. Wenn das Dach etwas weiter fortgeschritten ist. Ich glaube, das ist dann KLUK. Also ich weiß gerade echt nicht, was nerviger ist. Treppen in Minecraft setzen für ein Haus oder Carpenters. Carpenters Blocks. Eins von beiden müsste nerviger sein, aber ich glaube irgendwie, das ist beides gleichmäßig nervig. So. Oh, hier fehlen auch noch wieder zwei. Siehste. Oh, und wieder runter, ne? Also es ist unglaublich. Einfach unglaublich. So, dann einmal die Nacht überspringen. Das Gebäude hier. Ich möchte es so gerne ändern, aber mir fehlt da einfach echt im Moment die Idee. Ich hatte da ja mal gesagt, man könnte daraus ja ein Lagerhaus oder ähnliches machen. Der Meinung bin ich auch nach wie vor noch, aber wie? Das ist die Frage. So, dann kommen wir eigentlich auch gleich schon wieder runter und können die Erde von dem... Von der Reihe tiefer mal wegschlagen. Denn wir kommen hier ja gar nicht lang. Aus. Naja, wie auch immer. So, der Ding hier ist auch schon wieder verkehrt. Oder immer noch. Keine Ahnung. Ach, komm, ist egal. Kannst ja sauer werden, beide. Die machen aber auch wirklich, was sie wollen und nicht das, was man selber will. Beim Abschlagen bloß vorsichtig, ey. Diese ne, Carpenters-Blocks, die sind ja so fragil. Die brauchst du ja nur einmal angucken. Also,
Was der Modbauer und Modmacher sich dabei wohl gedacht hat, wohl nischt. Wobei GregTech gelernt. Einfach Mod bauen und nicht über den Mod nachdenken. So ist richtig. So. Und so und so. Und dann müssen wir da nochmal nach oben. So. Und dann reißen wir hier nochmal alles weg. So, und dann, wie ich vorhin gesagt hatte, 38, das sollte eigentlich auch reichen, aber wir haben leider jetzt keinen Cobblestone für da hinten. Dann können wir das Ganze nämlich noch um einen erhöhen. Zack, zack. So, dann hauen wir hier nämlich nicht. Da hinten in die Ecke. Oh, jetzt... Kann es eigentlich noch schlimmer kommen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich sollte ich langsam über eine Aufnahmepause nachdenken. Weil ich ja schon wieder so hochgradig konzentriert scheinbar bin. So. Und dann arbeiten wir uns hier halt nochmal raus. Zack, zack. Zack, zack, zack. Da, 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 da. Da, da. So, haben wir die? Ja, die haben wir mit.